Die Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von Aktion Medeor. Die Uerdinger in den rot-blauen Trikots von rechts nach links spielend. Hinspiel endete 2:0 für Fortuna Köln. Oh, das war gut gemacht. Und das war gut gemacht. Der Pfostenschuss und der Nachschuss von Adokmus abgeblockt. Und sie machen jetzt ganz schön Druck, die Gäste aus Köln. Sagen, oh ja. Da ist das Tor, wollte ich gerade sagen. Hey, eine Riesenchance. Aber die Mauer steht ungefähr 4,35 Meter entfernt. Und dennoch gegen den Pfosten. Hey, da hat es gescheppert, jetzt auch auf der anderen Seite. Und zwar richtig. Pause, 0:0. Hochinteressante Partie. Es ist weiterhin keine Wechsel hat es gegeben. Auf beiden Seiten hat es auch. Uerdingen spielt weiter in der gleichen Besetzung wie vorher. Da ist das Tor, 1:0 für Fortuna Köln. Und der Mann, der das Tor erzielt hat, heißt Thomas Kraus. Ja. Hier haben wir nochmal die Situation. Wird reingeköpft von Anders. Dann ist Adokmus da. Da konnte der Keeper nichts dran machen. Eine riesen Euphorie in der Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir da noch ein, zwei Tore gebraucht hätten, oh, es ist 0-2. Ja, dann hätten wir vielleicht noch ein Tor geschossen. Also das bleibt unvergessen. Das war mal ganz kurz aufs Aktuelle natürlich. Ja. Adokmus, jetzt haben wir im Prinzip das, was wir im Hinspiel auch hatten. Kraus hat das 1:0 erzielt und Adokmus das 2:0. Ja doch, natürlich kenne ich ihn über die Jahre hinweg in der Regionalliga. Er ist sehr bekannt dafür, dass er vorm Tor eiskalt ist. Und auch mit Thomas Kraus natürlich Spieler generell in den Reihen Fortuna Köln, die von Qualität geprägt ist und stehen auch nicht so recht ganz oben. 2:0, durchaus verdient. Fortuna Köln kann damit den Vorsprung auf Lotte ausbauen. Lotte werden wir, wie gesagt, nächste Woche kontrollieren. Vielleicht können die ja wieder den Abstand verkürzen, weil ja die Fortunen es mit Schalke zu tun haben zu Hause. Keine einfache Geschichte. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von Aktion Medeor.